dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich was ganz Seltenes dabei. Ja, einmal selten, weil es diese Flasche nur bei whisky.de gibt. Gehen Sie auf whisky.de im Shop im Internet und Sie finden diese Flasche, Talisker, ein Sherryfass, Sherrybutt, whisky.de exklusiv, gibt es eine eigene Region. 9 Jahre alt, also Region im Shop-System, nicht Insel oder so. Jahrgang 2011, gebottelt 2020. Der gehört zur The Old Malt Cask Serie von Hunter Lang. Und ja, wir waren in der Lage, dieses Sherrybutt mit der Nummer 17.930 für uns zu bekommen. Preislich liegt die Flasche nicht ganz so günstig bei 98,90 Euro, aber dafür nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt und 50 Volumenprozente in der Abfüllung. Das ist toll. Da bekommt man ein bisschen mehr dafür und braucht sich also gegenüber den Originalabfüllungen an dieser Stelle nicht zu verstecken. Jo, gibt's was zu sagen? Talisker war bis vor kurzem die einzige Brennerei auf der Isle of Skye und liegt etwas geschützten Bucht, aber dann doch an der Westküste. Skye ist ein Teil der inneren Hebrideninseln und hat da schon einen deutlichen Einfluss, wie man Whisky auf den Inseln macht. Und damit ist Talisker ein Stück weit auch rauchig. Und wenn man hier sich die Geschmacksbeschreibung auf dem Etikett anschaut, in der Nase Rauch, ihr hättet das gedacht bei Talisker. Pfeffer, ja, Talisker ist berühmt für seinen Chili Catch oder seine pfeffrige Note, je nachdem, wie man es interpretiert. Und rote Beeren. Im Geschmack sanfter Rauch, gesalzenes Karamell und Pflaumen, Plums. Im Abgang lang mit andauerndem Salz und Rauch. Also nichts hier, was jetzt überraschen würde, was man einem Sherryfass gereiften, nicht nachgereiften, gereiften Single Malt Whisky von Talisker erwarten würde. Also hier auf der Papierform zumindest mal alle Wünsche erfüllt. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hier nun tatsächlich abkommt. Der Rauch steht schon in der Luft. Ne? Jo, boah. Wenn ich so sagen müsste, 30, 35, also der Rauch ist stark in diesem. Ne? Für einen Talisker ist das schon ein bisschen stark rauchig. Im Aroma rieche ich jetzt keinen Pfeffer, aber ich rieche die Früchte, die etwas dunklen Früchte vom Sherry. Und ob das nun rote Beeren sind, na, schwer zu sagen. Den Alkohol rieche ich fast nicht. Also da ist genügend Dampf drin an anderen Aromen, um den Alkohol an dieser Stelle dann zu übertrumpfen, zu überdecken. Das trotz 50 Volumenprozenten, der also jetzt nicht alkoholisch in der Nase riecht. Ne? Ja, cheers. Erst wie hier drinnen stand die Gentle Peatiness, also erst sanft und dann baut sich erst die Würzigkeit von ja, der Eiche, von Kräutern auf, die hin zur Schärfe geht, wie von Pfeffer oder von Chili. Und da gibt es einen Streit, ob das nun Pfeffer wäre oder Chili. Ja, gut. Also es ist eine gewisse pflanzliche Gewürzschärfe, die dabei ist. Dann tatsächlich kommt eine Salzigkeit durch, wobei ich mal ein Experiment gemacht habe und habe in Whisky 2 Salzkörner reingeworfen. Machen Sie es nicht mit Ihrem besten Whisky, bitte. Der ist nachher ungenießbar gewesen. Also wenn hier nun Salz drin wäre, dann also nur ein paar Natrium- und Chlorionen, aber mehr dann auch nicht. Ne? Also tatsächlich ein bisschen Erinnerung an Salz. Und das Pfeffrige lässt dann relativ schnell nach und gibt also eine Würze von Eiche dann seinen Raum. Schöner, langer Abgang, wobei der Rauch sich ein bisschen im Mund und auf der Zunge dann verfestigt. Mhm. Jo, genau, was man von einem Talisker aus dem Sherrybutt in 50 Volumenprozenten erwartet. Und der Preis ist zwar für einen 9 Jahre und 2 Monate vergleichsweise hoch mit 98,90,
Aber das, was man davon dafür bekommt, ist genau das, was man von einem Talisker erwartet. Viel älter hätte der nicht sein dürfen. Der ist genauso abgefüllt, wie man sich ein Talisker aus dem Sherifas vorstellt. So, das soll es gewesen sein. Schauen Sie im Shopsystem nach. Wie gesagt, whisky.de exklusive Flasche. Finden Sie relativ einfach, wenn noch was da ist, unter dem Reiter whisky.de exklusiv im Shopsystem. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.